Wir begrüßen Sie recht herzlich vor dem vierten Spieltag hier im Sportpark Höhenberg, wo am Samstag Viktoria Köln den SV Waldhof Mannheim empfangen wird. Ich begrüße zu meiner Rechten den Cheftrainer der Viktoria, Olaf Jansen. Herr Jansen, eine turbulente letzte Woche liegt hinter uns. Begonnen mit dem Pokalfight gegen die TSG Hoffenheim über 120 Minuten, geendet mit der 1:3 Niederlage gegen den SC Verl. Nach dem Abpfiff waren Sie mit der Leistung nicht zufrieden, wie auch einige in der Mannschaft nicht. Ist nun ein Ruck durch den Kader gegangen in dieser Trainingswoche? Zunächst muss man sagen, ich habe ja dann nach dem Spiel gesagt, dass in der zweiten Halbzeit, und das war auch so gemeint, dass in der zweiten Halbzeit einfach so ein Totalausfall aller Systeme vorhanden war. Das war nicht mehr unser Spiel. Das zu verändern, da braucht es, glaube ich, keinen Ruck, sondern das hat ja jeder Spieler gemerkt. Also das ist dann relativ einfach. Wir haben sicherlich zum Thema gemacht, was auch in den Spielen vorher der Fall war, dass wir einfach nicht gut genug unsere Box verteidigen, also die dunkelrote Zone. Vorher machen wir das mit hohem Laufbereitschaft und Leidenschaft, halten den Gegner vor unserem Tor weg, und wenn er dann mal durchkommt, dann laden wir ihn zum Torschießen ein. Das ist natürlich eine relativ schlechte Idee, das haben wir zusammen besprochen. Dazu braucht es eigentlich keinen Ruck, weil das kann ich den Jungs wirklich nicht absprechen, die wirklich in jedem Training versuchen, das umzusetzen, was wir Trainer vorgeben, das mit großem Willen, Einstellung, das ist alles top. Und von daher glaube ich, dass es eher wichtig ist, zu unserem Weg zu stehen, mutig zu sein und nicht sich jetzt, keine Ahnung, sich klein zu machen und zu sagen, naja, wird schon irgendwann gut gehen, wir holen schon irgendwann die 3 Punkte, sondern wir wollen immer agieren mit dem Ball und gegen den Ball, und das ist das, was wir auch am Wochenende machen wollen. Ohne Angst vor allen Dingen zu haben, denn das ist, glaube ich, der schlechteste Ratgeber. Nun kommt als nächster Gegner der SV Waldhof Mannheim in den Sportpark Höhenberg. Dieser hat in dieser Drittligasaison noch kein Spiel gewinnen können innerhalb der Liga. Allerdings hat er im DFB-Pokal bereits Euroleague-Teilnehmer Eintracht Frankfurt rausgekegelt. Wie stark schätzen Sie die Buben von Mannheim ein? Ja, ich denke, wenn man alleine das Pokalspiel, die Art und Weise und das Ergebnis sieht gegen Eintracht Frankfurt, dann glaube ich, ist klar, dass Patrick Löbner eine sehr gute Mannschaft zusammen hat. Die verfügen über enorme Geschwindigkeit über die Flügel. Ich glaube auch mit Schnatterer, klar, ein Unterschiedsspieler, der gerade in der Offensive, gerade auch bei ruhenden Bällen, extrem gefährlich ist. Der Junge, ja, hat eben noch den finalen Pass im Fuß. Sie sind spielerisch eine starke Mannschaft. Also ich glaube, dass sie in den Spielen in der Liga bisher unter Wert weggekommen sind und sicherlich genauso wie wir auch an dem Wochenende sich fest vorgenommen haben, dann die ersten 3 Punkte zu holen. Für Sie ist es das erste Mal an der Seitenlinie gegen den SV Waldhof Mannheim. Allerdings kennen Sie ja auf und abseits des Platzes das ein oder andere Gesicht beim Gegner, wie zum Beispiel Patrick Glöckner, den Trainer vom SVW. Wie schätzen Sie die Arbeit von Herrn Glöckner ein? Naja, also zunächst einmal treffen da zwei Freunde aufeinander. Wir haben zusammen schon bei Eintracht Frankfurt Fußball gespielt. Da war Patrick sicherlich noch ein sehr junger Spieler, ich schon etwas älter. Und danach ist der Kontakt halt nie abgerissen und habe den Patrick dann in St. Pauli zu meinem Trainerteam dazugeholt aus voller Überzeugung. Das habe ich auch nicht bereut, weil damals schon zu erkennen war, dass Patrick ein Trainertalent ist, und er hat sicherlich jetzt auch mit der Zeit mit mir, aber auch natürlich, wie er hier bei der Viktoria als Cheftrainer gearbeitet hat, ja, die Mannschaft ist unter ihm ja aufgestiegen. Dann in Chemnitz und jetzt in Mannheim schon einige Erfahrungen gesammelt, und ja, man muss sich einfach noch die Mannschaften anschauen von Patrick, wie sie Fußball spielen, wie sie versuchen, nicht nur gegen den Ball, sondern vor allen Dingen auch mit dem Ball immer wieder Lösungen zu finden, und von daher schätze ich seine Arbeit sehr. Das letzte Spiel von Waldhof Mannheim ging 1:1 aus. Kurz vor Schluss wurde der Ausgleich geschossen durch den ehemaligen Viktoria-Spieler Hamza Sakiri, der damals noch unter ihm trainiert hat. Wie ist das für einen Trainer? Können Sie jetzt den Erfolg von ihm gutheißen, oder guckt man da eher drauf, dass, wenn ein Spieler kurz bevor man auf ihn trifft in der Partie zu so großer Leistung auffährt, dass man damit dann eher sich wünschen würde, dass dieser es später machen würde? Naja, so ist es eigentlich nicht, also zumindest bei mir nicht, weil ich kann es ja nicht ändern, ne? Also will ich auch nicht.
Ja, auch beim Hamza ist es so, als ich das erste Mal bei der Viktoria war, habe ich ihn als sehr, sehr jungen Spieler dazu genommen. War eigentlich da noch ein sehr, sehr, sehr junger Bursche, eher schüchtern und zurückhaltend. Ich glaube, haben wir beide dann zusammen einfach das Ding versucht, in eine andere Richtung zu lenken. Und das hat Hamza halt super angenommen. Ist ein total einfach zu führender Spieler, der mit riesen Energie über Platz läuft. Und fehlt halt dieses Vertrauen in sein Können. Und das hat er, glaube ich, in den letzten Jahren immer besser und besser in den Griff bekommen. Und ich habe mir natürlich das letzte Spiel angeschaut, wo er dann zur Halbzeit reingekommen ist. Ja, und dann kann man sagen, das war schon außergewöhnlich, wie er da aufgetrumpft hat. Nicht nur wegen dem Tor, sondern auch in der Art und Weise, wie er gespielt hat. Und ja, ich bin mir sicher, das wird er auch versuchen, jetzt am Samstag an seiner alten Wirkungsstätte zu wiederholen. Noch hat er jede Minute gespielt gegen die Viktoria bei Waldhof. Kommen wir aber auch kurz auf den Kader zu sprechen von der Viktoria. Wir sind ja etwas geplagt von Verletzungssorgen. Können wir davon ausgehen oder gibt es Hoffnung, dass der ein oder andere Spieler am Samstag wieder auf dem Feld stehen wird? Naja, ich glaube, wir tun gut daran, alle die Situation einfach so anzunehmen, wie sie ist. Muss man ja auch nicht jede Woche wiederholen, ja, dass wir zwei Drittel des Kaders neu haben und ja, einige leider angeschlagen sind und wir einen ausgesprochen dünnen Kader haben. Das haben wir so zusammen ausgewählt, weil wir denken, das wird mittelfristig der richtige Weg sein. Und mittelfristig heißt eben auch, dass wir noch ein bisschen leidensfähig sein müssen, ne? Und einfach warten, bis die Jungs A gesund sind, B topfit sind und C dann wirklich sich total mit unserem Spiel identifizieren können. Das war klar, dass das ein Weg ist und eine gewisse Zeit dauert. Und ja, wir halten das aus und keiner hat was dagegen, wenn wir das am Samstag trotzdem auf Platz so hinkriegen, dass wir dann am Samstag auch die 3 Punkte hier halten. Nun treffen am Samstag nicht nur zwei direkte Konkurrenten der ewigen Drittligatabelle aufeinander, sondern auf dem Spielfeld werden sich auch die Ex-Kölner Marcel Risse und Marco Höger gegenüberstehen. Wie schätzen Sie das ein? Zeigt der Wechsel von immer mehr Bundesligaspielern in die dritte Liga die Stärke unserer Spielklasse? Also erstmal kann man sagen, ich bin mir sicher, dass in ganz Europa nicht so eine starke dritte Liga vorhanden ist, vor allen Dingen auch mit diesen professionellen Strukturen, wie sie wir in der dritten Liga haben. Das ist der erste Fakt. Der zweite Fakt ist, dass über die Jahre sich die Qualität immer mehr verbessert hat. Ich glaube, man kann es daran festmachen, also wenn ein sehr junger Spieler 18, 19, 20, 21 Jahre sich in der dritten Liga durchsetzt, der kann sich eigentlich den Verein aussuchen. Das unterstreicht das auch. Ich weiß vom letzten Spiel von Würzburg, von Marco Höger, der da seinen ersten Einsatz gehabt hat, dass er auch gedacht hat, puh, hätte ich nicht gedacht, dass so viel Wucht und Qualität so in der dritten Liga da ist. Und und genauso ist das. Ja. Also das ist, ich arbeite seit 1. Februar hier, gefühlt so, weiß ich nicht, mein 25. Spiel. Und ich kann mich an kein einziges Spiel erinnern, was einfach mal so durchgerutscht ist, sondern das geht immer auf Biegen und Brechen. Da muss man immer alles in die Waagschale werfen. Und das sagt eigentlich alles über diese Qualität. Und von daher, klar, ist das dann auch ein Auffangbecken für Spieler, die in der ersten Liga waren, die vielleicht nicht mehr so dieses Niveau haben, aber eben noch weiter Fußball spielen wollen und eben auch dann, wie in dem Fall jetzt bei uns, Marcel Risse in anderen Mannschaften einen Teil davon mitgeben. Und das macht Marcel in herausragender Art und Weise und so profitiert der Spieler davon und auch der Verein und die Mannschaft. Und ich glaube, das ist für alle Seiten eine Win-Win-Situation. Das hoffen wir auch am Sonntag wieder zu sehen, wenn es um 14 Uhr losgeht, hier im Sportpark Höhenberg am 4. Spieltag der 3. Liga, wenn Viktoria Köln den SV Waldhof Mannheim empfängt. Tickets gibt es noch online, hier an der Geschäftsstelle oder auch an der Tageskasse. Und wir freuen uns auf jeden, der uns zuschaut. Auf Wiedersehen. Tschüss zusammen.